Knapp 24 Stunden nach der Stichwahl in Rottenburg hat der Gemeindewahlausschuss das amtliche endgültige Ergebnis der OB-Wahl festgestellt und Oberbürgermeister Stefan Neher im Amt bestätigt. Demnach setzte sich Neher mit 57,58% aller Stimmen gegen Klaus Weber durch, der auf 42,42% kam. Die Wahlbeteiligung lag bei genau 44,09%. Somit hat sich am vorläufigen Ergebnis nichts mehr geändert. Im ersten Wahlgang hatte keiner der insgesamt vier Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht, weshalb es zur Stichwahl gekommen war.